Im Verlauf der Corona-Pandemie, welche die Welt schon seit über einem Jahr beschäftigt und in vielen Bereichen lahmlegt oder einschränkt, sind bei dem einen oder anderen im Freundes- oder Familienkreis vielleicht schon Sätze zu hören gewesen wie »Hast du gelesen? Das ist wie damals bei der spanischen Grippe« oder »Richtig peinlich, was hier abgeht. Ich habe gehört, dass selbst die spanische Grippe besser bekämpft worden ist« oder vielleicht auch »Spanische was?« Doch wie war das damals eigentlich? Im folgenden Video stelle ich dir ein Buch vor, welches diese Fragen beantwortet. Aha! Liebe Literaturtrunkene, liebe Literaturtrunkene, schön, dass du vorbeischaust zur Sachbuchvorstellung von Die spanische Grippe, geschrieben vom österreichischen Autor Harald Saalfellner. Zuerst möchte ich dir wie immer einen kurzen Überblick darüber geben, um was es in diesem Buch geht. Anhand des Titels kann man sich's ja fast schon vorstellen, oder? Das Buch erzählt von der bis dato größten und verheerendsten Pandemie, welche von 1918 bis 1920, während und auch vor allem nach den Wirren des Ersten Weltkrieges, die Menschheit bedrohte. Dabei werden durch viele Bild- und Textdokumente verschiedene Aspekte und Gesichtspunkte dargestellt. Man erfährt unter anderem, wie die Wissenschaft damals auf die neue Krankheit reagierte. Man rätselte zunächst lange, um welche Art Erreger es sich handelte. Denn es begann auch damals mit den typischen Lungenbeschwerden, die zuerst an eine bakterielle Infektion denken ließen. Es dauerte eine geraume Zeit, bis man zu der Erkenntnis gelang, dass es sich um ein potenziell tödliches Virus handelte, wogegen es keine wirksamen Medikamente gab. Von einer Impfung ganz zu schweigen. Des Weiteren wird einem als Leser aufgezeigt, welche Regionen von der Pandemie betroffen waren, zum Beispiel auch ganze Dörfer auf Pazifikinseln oder bei den Inuit. Und warum und wie die letzten Monate des Ersten Weltkrieges entscheidend dazu beigetragen haben. Es zeigt sich auch hier im besonderen Maße, dass die Menschheit trotz vieler ähnlicher Epidemien oder auch Pandemien der vergangenen Jahrhunderte, zum Beispiel die Pest im 14. oder die russische Grippe Ende des 19. Jahrhunderts, wieder einmal völlig von diesem Ereignis überrumpelt wurde und in der Planung der Bekämpfung, teilweise sehr unkoordiniert, ja bisweilen chaotisch reagierte. Es wird von halbherzigen Quarantänemaßnahmen berichtet. Kinder durften zum Beispiel meistens die Schule besuchen, da die Versorgung zu Hause oft durch beengte Verhältnisse und schlechten hygienischen Zuständen noch schlimmer war. Im Gegensatz dazu wurden bei Beisetzungen die Teilnehmerzahl auf eine Handvoll Menschen beschränkt. Relativ früh zu Beginn wurden jedoch in Handarbeit Schutzmasken für Mund und Nase angefertigt, da man schon damals wusste, dass die Tröpfcheninfektion der Infektionsweg war. Zuwiderhandlungen wurden teilweise streng geahndet. Desgleichen nutzten Scharlatane, Quacksalber und pseudowissenschaftliche Heiler die besondere Gunst der Stunde, um zweifelhafte Präparate anzupreisen, die der Seuche mit absoluter Sicherheit den Garaus machen sollten. Auffallend ist auch die Beschreibung der hohen Sterberate in der weitaus jüngeren Bevölkerung. Denn auch Kleinkinder infizierten sich und starben, wodurch ganze Familien komplett ausgelöscht wurden. Die ältere und auch alte Bevölkerung hatte dagegen weniger Verluste zu beklagen. Und wenn wir schon bei den Verlusten sind, es werden auch viele zu der Zeit berühmte Persönlichkeiten genannt, die der Pandemie zum Opfer fielen. Denn okay, das ist echt schrecklich.
Aber was hat das jetzt mit Corona zu tun? Das Buch enthält hierzu eine vergleichende Gegenüberstellung zur jetzigen Covid-19-Pandemie. Betreffend der Übereinstimmungen bzw. der Verlaufsunterschiede, des Umgangs mit der Seuche, Präventionsmaßnahmen, Medikamententherapie, Quarantäneregeln etc. oder auch die bemerkenswerten Unterschiede im Hinblick auf Morbidität und Mortalität. Wer sich mit dem Buch auseinandersetzt, wird wahrscheinlich schnell die Bilder bemerken, welche zahlreich vorhanden sind. Diese und die gesamte Ausarbeitung des Themas, vor allem auch der Vergleich mit der gegenwärtigen Corona-Pandemie, sind sehr informativ und eindrücklich. In Verbindung dazu empfand ich die als kleine Randbemerkungen zusätzlich verschiedenen Einzelschicksale der damaligen Menschen, an welchen man als Leser teilnimmt, sehr authentisch und sehe in ihnen erschaudernde Fallbeispiele. Für ein Sachbuch ist dieses Werk fast so spannend wie ein Krimi geschrieben. Man beginnt zu lesen und möchte unbedingt wissen, was wohl als nächstes passierte. Dabei bereitet es auch für wissenschaftliche Laien, aber dennoch Interessierte keine Probleme, da der Autor zum besseren Verständnis ein Glossar wichtiger medizinischer Begriffe beigefügt hat. Wenn man bedenkt, dass die spanische Grippe lange Zeit in der Geschichtsschreibung nicht mehr als eine Fußnote des Ersten Weltkrieges war, so machen die Informationen, die das Buch Die spanische Grippe zu bieten hat und einen das Ausmaß dieser Krankheit erkennen lassen, fast schon sprachlos. Wer also etwas über die Symptome und Besonderheiten der Krankheit, den Verlauf der Infektionswellen, die Behandlungs- und Präventionsmaßnahmen der Wissenschaft und die Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede zur derzeitigen Covid-19-Pandemie erfahren möchte, dem sei dieses Buch ausdrücklich empfohlen. Abschließend sei zu betonen, dass die Menschheit damals, belastet mit den verheerenden Auswirkungen des Ersten Weltkrieges, in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht viel demütiger und geduldiger diese globale Seuche ertragen und überwunden hat. So, da du jetzt bis zum Ende dran geblieben bist, könnte ich mir vorstellen, dass dieses Buch etwas für dich sein könnte. Wenn dem so ist, findest du in der Videobeschreibung den Link dazu. Für den Fall, dass dir dieses Video gefallen hat, gib diesem doch gerne eine positive Bewertung und abonniere kostenlos diesen Kanal. Vergiss nicht auch nebendran die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Empfehlungen von mir zu verpassen. Pass auf dich auf, bleib gesund und stets literaturtrunken.